Freunde, was geht ab, Leute? Hier. Wir testen jetzt Koreanisch. Weiter auf der Suche nach dem besten Koreaner, aka dem besten Bibimbap und Korean Fried Chicken. Den Rest bewerte ich eigentlich gar nicht. Wir sind hier in Pasing. Ihr wisst, damals Pokémon Go Zeiten war ich sehr oft hier in Pasing. Aber der Laden ist sehr schön. Und das gibt's auch. Der Laden ist halt echt schön. Und der Laden ist überraschend groß. Schaut mal, das ist die ganze Fläche. Maschallah, bis dahinter. Okay, das doch nicht mehr. Echt schön hier, Mann. Die wollen uns kaufen, Leute. Wir haben mehr gegeben, mehr Vorspeisen. Ich kenne mich da nicht aus. Okay, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich und das, davon lasse ich auch die Finger. Das kenne ich. Okay, das kenne ich. Die zwei kenne ich nicht. Ja, okay, das kenne ich auch. Okay, sieht gut aus. Koreanische Kaffee, top, aber gar nicht. Ich weiß. Alles ist koreanisch. Komisches Aroma. Komisches Aroma. Es schmeckt nicht wie pures Chicken. Ja, kann gut sein, dass die Banane ist. Schwer zu beschreiben, Leute. Das Aroma verschreckt mich. Das ist wirklich so. Kann es echt nicht beschreiben. Das Einzige, was ansatzweise rankommt, wenn ich es euch beschreiben müsste, Leute, ist, wo ich mal beim Uiguren Lamm gegessen habe. Und ihr wisst ja, Lamm hat manchmal ganz selten mal diesen Gestank, sag ich mal. Aber das gibt es eigentlich nicht bei Hähnchen. Also es ist wirklich so. So. Mmh.
Oh, ist okay. Das Fleisch ist okay. Das ist gut. Schön zart. Das Fleisch ist schön zart. Wo ist Icon Guard? Es muss mal so ein moderner Koreaner kommen und eine richtig geile Soße raushauen, weil die zwei können nichts. Und das Grundfleisch. Fleisch ist am Start. Kommt auch die Würze dran. Es war ja Samstag. 17 Uhr, glaube ich. Also eigentlich hätte man gedacht, man müsste warten, aber es ging wirklich. Weißt du, was fehlt? Eine Prise MSG. Aber vielleicht kann man nicht meckern. Ist ein bisschen fad. Ich so ein bisschen das Geschmackserlebnis, Leute. So. Sehr geschmacksneutral, ein einheitlicher Brei. Die einzelnen Zutaten poppen nicht so, was? Das ist ja jedes Mal was anderes in dem Löffel, aber es schmeckt alles gleich. Begeisterung hält sich in Glanz. Das ist so ein Kampf. Beste werden nicht aufgegessen von mir. So. Kann ich ziemlich perfekt einpacken. Aber ich weiß nicht, ob ich es auch zu Hause essen würde. Mir. Verkaufst du? Ich muss echt abchecken, was da drin ist für ein Gewürz. Es ist wirklich abschreckend für mich. Ja, schau, damit haben sie es doch wieder gut gemacht. Das ist ein Teddy anscheinend, Leute. Ja, wir drehen es einmal. Ja. Schau. Bonuspunkt. Ja, wenig ist schon. Da waren die Boden bei. Das ist lecker. Ja. Da waren wir schon mal bei der ersten Filiale. Die haben jetzt eine zweite. Dafür sind wir hier. Aber das gibt's auch für To Go. So, die Sorten haben die. Ich glaube, ich habe darauf Bock. Zack. Ich habe mir noch einen Fried Chicken Burger gegönnt, aber den haben wir schon getestet, müsst ihr nicht sehen. Nur das Eis hier. Kondensmilch, beste Leute. Seht ihr diese Konsistenz? So leicht und flockig, Mann. Digga, das ist so geil, Mann. Schmilzt einfach und weg ist es. Muss ja nicht mal wirklich schlucken. Geil. Wenn jetzt ein starker Wind kommen würde, der würde das wegpusten, wegblasen. Lieber esse ich alle Bingsu in München als alle Malatang. Sorry an die Malatang-Laber. Macht keinen Sinn für mich.
finde ich, Leute. Geil. Und so leicht und locker, Mann. Gar kein Vergleich zu einem Milchshake oder so. Yo, Material aus dem Archiv. Keine Ahnung, wieso ich das nicht früher rausgehauen habe. Aber ja, Koreaner war okay. Die Wings hatten irgendein, wie heißt denn, Kraut, Gewürz, was ich sehr abstoßend fand. Aber an sich waren die nicht Katastrophe. Das ist irgendwie ein persönliches Problem. So wie Leute, die Koriander essen und dann Seife schmecken. Den Mädels hat es nicht so getaugt von der Saftigkeit und Knusprigkeit und so, aber ja, an sich ist okay der Laden. Das Bingsu war super, das hat die wieder aufgemuntert. Und ja, wir suchen weiter nach dem besten Koreaner, beziehungsweise Bibimbap in München. Ich glaube, ich habe noch 11 Läden vor mir, also das dauert noch eine Weile. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab für mich, gerne auf Instagram, TikTok, beim nicht aktiven Zweikanal der Mine. Serious Business und ciao!